Eine Doppelbrückengabel. Ja, nicht in einem Motorrad, sondern in einem E-Bike von Husqvarna. Ja, passend wirklich zum Design. Das ist absolut klasse. Und ich bin total begeistert. Das Extreme Cross 9 mit einer Shimano-Schaltung und einer Doppelbrückengabel. Ich zeige euch mal gerade das Design. Und der Majita kam zu mir und hat gesagt, ey, das musst du pushen, weil das ist so das geilste Fahrrad, was es irgendwie gibt. Und es ist auch so, die Optik haut die Leute im Laden um, oder? Genau, die Leute kaufen dieses Fahrrad wegen der Optik öfters, wie dass sie es überhaupt brauchen, so ein Downhill-Fahrrad. Das ist ein echtes Downhill? Das ist ein echtes Downhill. Das ist Extreme Cross 9, also 200 mm Federweg. Und ja. Sieht total scharf aus. Also, du hast zu mir gesagt, lieber Lukas, ja. Die fahren damit zur Eisdiele. Es gibt auch einfach Poser, aber dieses Rad ist was gibt's? Poser, aber dieses Rad ist schon dafür gemacht. Erklär mal den Leuten, den Älteren etwas. Was ist ein Poser? Oh, okay, sagen wir Angeber auf Deutsch. Poser. Ja, aber ich sag mal, wenn es ihm doch Spaß macht, ja, ja. Und er hat Freude dran. Es gibt ja auch Leute, die fahren mit der Harley, fahren in Aldi und kaufen da, einen Schokoriegel. Ja, ich kann es ihnen nicht verübeln. Genau, es ist so. Denn es ist wunderschön und die Doppelbrückengabel, die hat ja auch Vorteile. Das heißt, die ist so standfest, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Ja, und man hat eben diesen Anschlag links und rechts. Das heißt, wenn man sich mal wirklich legt, dann verreißt es einem nicht komplett den Lenker. Okay, legt heißt, indem man stürzt. Indem man stürzt sich... Du weißt, du hast hier, ich bin Baujahr 68. Ich habe gerade überlegt, was meint er mit legen? So jung bist du. Ja, geht so. Ja, wenn man nicht mehr fährt, sondern liegt. Okay, alles klar. Du darfst mal runternehmen, denn es hat Pedale und du bist ja ein Fahrradkünstler, hast beim Zirkus Roncalli in der Hauptshow aufgetreten und warst in dem Stahlrad, in der Kugel. Das ist richtig. Nee, stimmt nicht. Aber es ist wirklich ein tolles Fahrrad. So, wir gehen mal kurz rein. Es ist geschlossen, muss man sagen. Wir drehen heute am 8. Januar 2021 und gehen mal kurz raus. So, ich würde sagen, ich starte einfach erstmal. Ja, starte mal. So, das ist der Akku. Wird gestartet, dann geht es auf der rechten Seite. Das kleine Display, sehr kompakt gehalten alles. Jetzt ist die Unterstützung aus und durch einfaches Tippen kann ich die Unterstützung einstellen. Die Stufen, wie viele Stufen gibt es? Es gibt Boost, die höchste Stufe, dann Trail, Eco und aus. Also okay, vier Stufen. Genau, aus und drei Stufen. Aus und drei Stufen, so, bitteschön. Ich mache jetzt mal auf vollen Boost. Vollen Boost. Kann man den Motor mal hören. Macht Spaß? Ja, es schiebt. Sehr schnell. Es schiebt. Okay. Es schiebt sehr schnell an. Fang. Krass. Ey, die Optik ist der Hammer. Warte mal kurz. Wenn du gerade vor mir fährst, so langsam ein kleines bisschen, dann gehe ich mal gerade mit. Okay. Da geht wahrscheinlich kein Wheelie, oder? Bei dem. Achso, einen kleinen Gang, oder? Und am besten ohne Motor. Ohne Motor. Wie cool. Sehr schön. Ja, schön. Also es fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an, ja. Es ist alles, also auch die Federung etwas weicher als bei den anderen Husqvarna-Modellen. Man kann einen Lock machen bei der Federung, weißt du das? Das sollte möglich sein. Moment. Ich muss dazu sagen, du konntest dich nicht groß vorbereiten. Ich konnte mich nicht groß vorbereiten. Wir haben auf jeden Fall hier 5 Kompressionsstufen. Ich mache jetzt einfach mal die höchste an. Okay, und jetzt ist viel härter. Es ist deutlich härter. Ja. Ja, jetzt geht es fast komplett rein. Okay. Gut, Lockout. Achso, du kannst die Kompressionsstufe stufenlos einstellen. Ja, ich habe 5 Stufen. Ich weiß nicht, ob die Stufen dazwischen auch funktionieren. Ich habe auf jeden Fall 5 Stufen und habe hier nochmal ein bisschen Feineinstellung. Und natürlich kann ich den
kann ich hier auf der anderen Seite nochmal Luft drauf geben. Okay. Ganz normal, da brauche ich eine Pumpe, gell? Genau, da braucht man eine extra Pumpe. Und dann hat man hier mit einem Autoventil kann man die Vorspannung, also den Vordruck, einstellen. So, komm, wir gehen rein, Majid. Ah, du hast eine Jacke an. Hast du keine Jacke an? Ah, gut, dann ja. Doch, nur eine kleine. Ich kann auch hier draußen drehen. Boah, es ist echt schon schattig. Also, ich muss sagen. Wir haben ja auch den 6. Januar, also. Nee, den 8. haben wir heute. Den 8. So, mal gucken. Was mit der Gabel ist schon cool. Die Gabel ist auch eine sehr, sehr hochwertige Gabel. Die können wir uns gleich drin angucken. Das ist der Duro-Look von Santur. Ja. Damit haben die auch sehr viele Wettkämpfe dieses Jahr gewonnen. Echt? Die ist eine Wettkampfgabel? Ja, also haben sie auch sehr viele Wettkämpfe gewonnen. Wir haben einen Mitarbeiter, der verfolgt das Ganze. Der ist leider heute nicht da. Das ist der Frederik. Stopp, warte mal kurz. Wenn du mal gerade mal federst, ich zeig mal gerade die hintere Federung, wie das funktioniert mit den Gelenken. Da haben wir das nämlich mal gerade drin. Ah, das ist jetzt hier kein Spielzeug, das ist kein Showfahrrad. Ich kann damit wirklich einen Berg runter. Natürlich, das ist ein Downhill, das ist Extreme Cross. Also das ist das, ja, zwei Downhiller hat Husqvarna. Ich würde sagen, mehr geht nicht. Also von Husqvarna auf jeden Fall das geländegängigste. Und damit geht es zur Eisdiele dann? Damit geht es auch zur Eisdiele. Okay, wunderbar. Dann stellst du mal drauf, denn dann stellen wir das mal vor. Sag mal, das ist aber nicht die Gabel, die verwenden, wenn ich bei Red Bull doch auf den Kanälen und die da sich die Berge runterstürzen. Das sind die Gabeln. Also es gibt ja noch den Fox Factory 40er. RockShox hatte den Boxer. Und der Duralox ist ja von Santur, das sind halt die hochwertigsten. Jetzt bei dem Modell haben wir diese berühmte Beschichtung, die gleichwertig ist wie die Kashima, aber halt nicht die goldene Farbe hat. Und da ist ein bisschen Gold, guck mal hier. Ja, ein klein bisschen, aber nicht gibt direkt eine Abmahnung dann. Aber die Gabel ist sehr, sehr hochwertig, das siehst du jetzt auch bei dem Steckachse etc. Die ist auch Gold, guck mal. Du siehst es ist sehr, sehr schön eloxiert, ja. Und es ist wirklich sehr, sehr hochwertig. Okay, das heißt, auch gut gemacht finde ich, ist die Steckachse an sich. Das kann ich gleich zeigen, genau. Das ist nämlich... Stopp, du musst mal ganz langsam machen, warte mal. Also innen drin, ja genau, schieb mal rein. Also normal hat man hier einen Imbus und hier ziehe ich einfach mein Hebel raus und kann damit die Steckachse lösen. Okay, alles klar, das heißt, die ist komplett verdeckt. Das ist quasi ein versteckter Schraubenschlüssel. Cool. So, jetzt bist du dafür verantwortlich, dass alle Vorderräder in Deutschland geklaut werden, ja? Weil du hast das Geheimnis gelüftet. Ja, also da muss man natürlich aufpassen, dass man dieses Rad nicht draußen stehen lässt. Dieses Rad fährt man auch nur im Bikepark. Und dann steht es in der Garage oder Schlafzimmer. Ah, das ist ein typisches Schlafzimmerfahrzeug, oder wie, dass man dann jeden Morgen anguckt und dann mit Motivation dann quasi den Tag startet. Kaufen und an die Wand hängen, so ist es. Aber dafür ist es wirklich zu schade. Laufräder, das sind eigene oder ist es auch Carbon? Nee. Ist es ein Carbon? Nein. Nein, das ist kein Carbon. Oder? Carbon-Laufräder. Nee. Doch. Nicht Holz, ob du... Nee. Ist kalt. Alu? Wir stimmen ab. Ich sage nee, nichts. Aber das schreiben wir auch in die Kommentare. Schreibt mal in die Kommentare, wenn es euch interessiert. Dann gucken wir mal ganz genau, welche Laufräder hier verbaut sind. 27,5 ist ja auch ein Downhiller. Also 29er wird ein bisschen schwer. Okay. Neue EP8-Motor. 85 Newtonmeter. Kleiner, leichter. Man hat jetzt auch mehr Bodenfreiheit. Extrem leise. Das haben wir auch draußen gesehen, als der Lukas gefahren ist. Was ist ein Skeleton-Interface? Das ist dieses, also das ist diese Platte, wo der Motor dran geschraubt wird. Okay, das ist Skeleton-Interface. Gott, es gibt für alles einen Namen. Also ist und der, es gibt das Skidblade, das ist dieser Motorschutz, der gegen Einschläge schützt. Das habe ich schon gelernt. So, jetzt holen wir mal einen Akku raus, weil das haben wir beim letzten Mal einen Schlüssel nicht gehabt. Aber jetzt der Lukas hat sich vorbereitet, wo die Leute immer sagen, mein Gott, der hättet euch ja für 2,50 Euro mal vorbereiten können. Okay, also. Aber wir schrauben einmal hier die Schraube auf, entnehmen, Moment. Bisschen weiter. Genau, Schutzblech ab. Und da kommt er auch schon raus. Okay, das heißt, du hast dann am Schlüssel gedreht, dann kam er raus. Schlüssel drehen. Warte mal, ich komme mal zu dir, dann zeige ich es nochmal. Das heißt, wenn du mal reincheckst, sag mal, das geht einfach. Also das geht wirklich, Der Schlüssel kommt rein. Genau, Batterie nochmal rein. Ich drehe den um, kann den Akku rein. Mach hier so, ist er. Achso, du drehst den Schlüssel rum, da kommt er schon entgegen. Genau, wenn ich jetzt hier den Schlüssel drehe, fällt es mir quasi schon entgegen. Easy, ah, das ist wirklich einfach. Genau, wir haben hier oben aber noch an der Schraube
haben wir hier noch, vielleicht kann man das sehen, eine Verriegelung. Ah, dass er nicht rausfallen kann. Genau, dass er mir nicht direkt entgegenkommt und Schaden nimmt. Genau. Gut. Ja, du hast mir auch erzählt, immer mehr Leute kaufen zweiten Akkupreis. 600, 700? Circa 800 Euro, genau. Man kann auch den 500 Wattstunden als zweiter Akku nehmen. Da kommt einfach so ein Plastikstück, was dann diese Größe da kompensiert und dann... Ist das dabei? Das Plastikstück? Der ist bei 500er dabei, wenn man es will. Genau. Also, ich habe wieder viel gelernt. Das ist keine Showgabel. Nee, also das ist die Sando Duralux. Das ist eine der geilsten Gabel. 38 mm Durchmesser von den Rohren. Also, es ist sehr, sehr steif. Und man kriegt einen Downhill-Fahrrad mit 200 mm Federweg für 5.700. Also, es ist. Als E-Bike. Als E-Bike. Das ist Preis-Leistung wirklich top. Wo ist der Haken? Nirgendwo, doch. Der ist da und den nehmen wir nämlich jetzt zum Wiegen des Fahrrades. Können wir machen. Dass wir einfach mal gucken, was es wiegt. Denn ich sag mal, das, was die Hersteller schreiben, das glauben wir. Aber es gibt das ja nichts. Das ist immer Rahmengröße S, was die Hersteller schreiben und ohne Pedale. Das ist jetzt Rahmengröße L zum Beispiel. Aha. Maximum mit Maximum. Pedale. Und gucken wir mal gleich, wie viel der wiegt. So. Und falls ihr so diverse Stubi-Bierflaschen hier im Video seht, das ist alles alkoholfreies Bier. Von haben wir den Bierflaschen hier? Hier, da steht eine. Da steht es, genau. Genau, zeig mal, ist nämlich frei. Genau, frei. Frenzburg Fly. Ich habe die nämlich mitgemacht. Ist das übrigens? Nee, ist es nicht. Also erstmal anmachen, ja. Das Schöne ist, wenn man es nicht anmacht, muss man es zweimal heben. Dann hast du dein Workout für heute schon gemacht. Das habe ich sowieso schon. Hast du eh schon. So, eine kleine Waage ist dran. Da hängen wir es mal ein. Können wir es nochmal kurz zeigen. Und es wiegt 27,17 Kilo. Also sehr akzeptabel. Rahmengröße L. Ja. Kein Billigrahmen. Okay, und jetzt kann man festhalten. Also was auch scharf aussieht, sind ja hier die Bremsscheiben, die Kolben. Das macht schon was her. Also die packt ordentlich zu. Magura 4 Kolbenbremse. Auch ich finde die Bremsscheibe ist hier mit dem Schwarz schon sehr schön. Ist das so? Ich meine, du bist ja eher so ein Typ, du hast mir erzählt, du hast ein uraltes Mountainbike, das steht noch bei deinen Eltern. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist dir echt egal, wie es aussieht. Aber hier kriegst du schon feuchte Hände. Ja, also es ist schon schön anzusehen. Es kostet natürlich seinen Preis, aber ich finde. Wenn ich mir die anderen Räder so angucke, zum Beispiel das Lapierre. Das gefällt dir auch. Das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Sehr gut, ja. Ist ein bisschen günstiger, aber dafür, dass man hier noch das E-Bike und eben ein komplettes Downhill-Rad bekommt, ist der Preis schon echt okay. Sag mal, hier vorne so Kleinigkeiten, Majid. Guck mal hier, die kleine Nase da drin, die dafür sorgt, dass der ganze Schmutz nicht direkt auf den Dämpfer knallt. Gell? Genau. Das ist auch das, worauf Husqvarna Wert legt. Kleinigkeiten. Das sieht man am Einschaltknopf oder hier. Dämpfer oder auch der Kettenschutz auf der anderen Seite. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön und dann fertig. Ich zeig's mal gerade auf der anderen Seite den Kettenschutz. Auch hier so diese Metallteile. Gut, die wirst du bald nicht mehr erkennen können. Wenn da ein bisschen Kettenfett dran ist, dann siehst du gar nichts mehr hier. Wie sieht denn dein Fahrrad aus? Ist das so sauber hier? Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Hat sie auch artgerecht benutzt. Artgerecht benutzt. Und vorne ist der Kettenschutz. Das ist schön. Eigentlich, man darf damit gar nicht fahren mit so einem Fahrrad. Das ist richtig drin wieder, aber gut, fahren wir später. Ja, aber teilweise kommen hier von den Kunden auch Fahrräder zur Inspektion, die wurden vorher auch nicht mal abgewaschen oder so. Da hängt noch der halbe Wald mit dran. Ja, das Schöne ist ja dann, die kommen in der Warteliste ganz nach hinten, wenn die nicht gereinigt wurden. Nee, ist es so? Nein, natürlich nicht. Also wir nehmen es nicht an, wenn es wirklich extrem schmutzig ist. Ja. Aber es ist auch nicht unsere Aufgabe, die sauber zu machen. Wir machen das, was nötig ist und... Den Rest überlassen wir dem Kunden. Also ich gebe offen zu, ich habe ein paar Mal schon mein Fahrrad extra nicht sauber gemacht, weil es so richtig schön aussah nach Dirt. Und bin dann mal mit dem Fullface-Helm auch mal durch die Saarbrücker Innenstadt gefahren, ja. Und dann alle gesagt, hey, hier der Rentner, der kann ja richtig im Wald fahren. Hat es den Spitzenmotor? Nee, den TQ-Motor bei der TQ-Motor, ja gut, der fährt ja von allein quasi. Aber die Gabel ist schon krass. Und hier vorne, das Schutzblech voll integriert, Original Santur. Ja, Schraum befestigt. Schützt die Gabel natürlich durch mehr höheren Verschleiß. Und aber das ist doch kein Fahrrad mehr, das ist doch eigentlich, also ist eigentlich ein Moped, oder? Ja, kann man so sagen. Also wenn es ein bisschen schneller fahren würde, der Motor unterstützt ja leider nur bis 25 km/h, in den USA ein bisschen weiter. Wichtig ist, so ein Fahrrad kauft man für einen Bikepark, der keinen Lift hat.
Genau, setz dich noch drauf. Ja. Der keinen Lift hat, also man fährt damit hoch, fährt dann wieder runter. Okay. Dafür ist das gemacht. Dafür ist es gemacht. Das heißt, ich brauche mich nicht schämen, wenn ich damit hochfahre, weil... Nö, also es gibt ja keine Lift. Es gibt viele Bikeparks, wo kein Lift ist, also muss ich irgendwie hochkommen. Ja gut, da darf... Kannst du hochlaufen. Schieben kannst du. Schieben, na gut. Fährst gut. Du E-Bike und dann fährst du wieder runter. Dafür alles ist klar. Das gemacht. Ja, habe ich mal gemacht. Ich war mal auf dem Fender, den kennst du am Bodensee, diesen Berg? Nein, sag mir nichts. Den fährst du, kannst du natürlich bei 35 Grad auch hochfahren. Ich bin da hochgefahren und habe es dann wirklich geschafft, einen Rennradfahrer einen Berg hoch abzufahren. Gut, eigentlich hatte ich den Motor. Er hat auch gar nicht mitleidig geguckt, sondern dem war das, glaube ich, ziemlich egal, ob ich da vorbeifahre oder nicht. Ich glaube, die E-Bikes sind komplett in der Mitte angekommen, der Gesellschaft, oder? Ja, mittlerweile. Man merkt's. Es kommt auch. Also den allerersten E-Downhiller haben wir an einem 13-Jährigen verkauft. Da waren wir selbst erstaunt vor ein paar Jahren. Mittlerweile Downhiller wird immer mehr. E-Bikes sowieso und Downhiller auch. Krass. Ja, also... Switchbike Bornemann, heute am 8. Januar. Man kann es kaufen, es kostet 5, also dass da jetzt keine 8 oder 9.000 davor stehen. Es gibt noch das Extreme C, das werden wir nächstes Mal, wenn du da bist, zusammen drehen. Da ist Fox Kashima drauf, ist ein bisschen teurer, aber Extreme 9, 5.700, da kriegt man wirklich ein E-Bike mit EP8, 600 Wattstunden und 200 mm Federweg. Ja, und ordentlichen Bremsen und. Am besten informieren lassen. Jetzt kommt die bittere Pille. Restlos ausverkauft, nur die Stückzahlen, die wir im Laden haben. Die ihr im Laden habt. Das genau. Heißt also jetzt, als wir gefilmt haben, das ist noch zu haben, was wir gerade sehen. Das ist noch zu haben in jeder Rahmengröße. Ist jetzt kein Trick oder in jeder Rahmengröße noch genau, da. Und dann ist vorbei. Und dann ist vorbei. Das heißt, wir drehen heute am 8. Januar. Das Video werden wir schnellstmöglich jetzt mal online schießen, dass wir das Ganze haben. Also könnte es sein... Vier, fünf Stück haben wir noch auf Lager. Könnte es sein, dass du noch Ware kriegst dieses Jahr? Mai, Juni, vielleicht ein Stück hat uns der Herr Bernd Lech versprochen, dass er uns vielleicht noch ein Stück besorgen kann. Bernd, also ein kompletter ein Container. Extra, nee. Das wäre schön. Also wenn du Bernd das Video siehst, wir hätten gerne einen Container. Hätten gerne einen Container mit... Von dem Fahrrad. Du würdest sie auch abnehmen. Ich glaube, die wird jeder abnehmen im Moment, oder? Ja gut, man muss auch das Kundenklientel dafür haben. Wir haben jetzt das Kundenklientel, wir sind jetzt bekannt, dass wir halt extreme Mountainbikes verkaufen. Mhm. Und also nochmal, ja. Vielleicht zusammenfassen, warum drehen wir das jetzt, senden das auf German Television weltweit aus? Weil du hast deine Kunden wirklich europaweit. Du bist so ein bisschen der Geheimtipp, wenn nichts mehr geht, du findest in einer bestimmten Gruppe oft noch Fahrräder. Genau, wir haben über 20 Marken. Über 20 Marken da und wenn es halt nicht das ist, dann muss man halt mal gucken, was haben wir noch vielleicht von einem... anderen Herstellern, dass man quasi ein Fahrrad hat und wir beraten auch Marken unabhängig. Das heißt, wir gucken, was der Kunde braucht. Du bist aber Vertragshändler, zum Beispiel von allen. Sind wir, wir sind natürlich Vertragshändler, wir sind deren Händler quasi. Meisterwerkstatt. Meisterwerkstatt und wir gucken dann, was wir kriegen. Husqvarna, Raymond, Highbike, das sind halt unsere Marken im Mountainbike-Bereich, im Trekkingrad-Bereich nehmen wir andere Marken und wir beraten wirklich die Leute für das, was sie brauchen. Super. Ja, ich bin ganz. Husqvarna ist in seiner Klasse einzigartig. Super, ja. Also, das wäre auch, wenn jetzt, ich sag mal, Hessen-Lotto oder wie heißt der Laden hier in Hessen? Gute Frage. Hessen-Lotto, ja. Du hättest jetzt zum Beispiel 6 richtige mit Zusatzzahl dann, plus noch Spiel 77. Dann würde ich auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen. Dann nehmen wir das Extreme C mit Fox. Nee, dann würde er sofort den ganzen Laden kaufen. Das ist so der. Kann ich mir gut vorstellen, dass er dann den Laden übernehmen will. So, vielen Dank fürs Einschalten. Switchbike Bornemann, die Rufnummer 0641 343 9 3 oder einfach eine E-Mail info@switchbike.de. Switchbike, S-W-I-T-C-H, hier steht es auch nochmal, switch und dann bike.de, Bornemann, also das Ganze. Oder einfach auch in Google schauen, das sind genau. Alle unsere Informationen. Alles klar, und im Moment, wie gesagt, ihr habt noch eins da. Danke, tschüss. Ciao.